Diese strahlende und lachende Sonne kennen Sie vielleicht. Und wenn Sie jetzt sehen, wo ich stehe, dann ganz bestimmt. Genau, dieses Symbol kennt man von vielen Spielotheken. Und jetzt kommt vielleicht so bei Ihnen das ein oder andere Vorurteil auf. Aber genau deshalb möchten wir Ihnen heute bei Tipps und Trends zeigen, warum diese Sonne so lacht. Wir blicken hinter die Kulissen der Spielemacher der Gauselmann-Gruppe. Und die bietet höchste Unterhaltung durch Spaß an Spielen. Und das schon seit über 50 Jahren. Im Juni 1957 beginnt die Erfolgsgeschichte der Spielemacher. Und zwar mit einer Musikbox. Der Westfale Paul Gauselmann macht sich damit selbstständig. Als Automatenaufsteller. Aus dem Tüftler Paul Gauselmann wird ein erfolgreicher Erfinder. Er ist der geistige Vater der modernen Spielstätte. 1974 hat er seine erste Spielothek eröffnet. Wenige Jahre später, 1977, entwickelte er mit dem Merkur B das erste eigene Geldspielgerät und erobert damit den Markt. Inzwischen sind daraus mehr als 300 Patente und Millionen produzierter Geräte geworden. Sogar Kritiker müssen neidlos eingestehen, seit mehr als 50 Jahren hat Gauselmann die Nase vorn. Ob es um Geldspielgeräte oder um moderne Spielstätten geht. Ja, schöne historische Spielautomaten. So sehen sie heute aus und stehen in modernen Entertainment-Centern. Spaß und Wohlfühlen stehen hier an erster Stelle und dafür sorgt eine wirklich tolle Atmosphäre. Man fühlt sich wirklich wohl hier. Das kommt nicht von ungefähr, denn selbst Teppiche zum Beispiel und deren Wirkung, ja, die werden vorab bis ins kleinste Detail geplant. Hier, die absolut neueste Kollektion von Colani. Tapete mit den aufgesetzten Perlen, das ist ein Hammer. Das sieht absolut super aus, oder? Und wenn wir die jetzt noch indirekt beleuchten, ist eine gute Idee. Das passt bestimmt gut dazu. Ob neue Teppiche, Tapeten, Farbmuster oder Dekorationen. Jedes neue Konzept für Entertainment Center wird anhand hoher Qualitätsmaßstäbe perfekt durchgeplant. Eine Kreativabteilung mit Innenarchitekten und Designern entwirft jeden einzelnen Raum und schmückt ihn aus. Nichts kommt von der Stange, sondern ist Resultat eigener Entwicklungen. Jede neue Spielothek ist anders und jede der ganz besondere Stolz der Designer. Das sind alles kleine Babys, muss man sagen. Also es ist wirklich so, man hat es zuerst im Kopf, man träumt davon und dann wird es immer Stückchen und für Stückchen wird es dann reell und irgendwann steht es da 1:1 und dann ist man natürlich stolz drauf. Bei der Planung und der Ausstattung einer Casino-Merkur-Spielothek wird nichts dem Zufall überlassen. Hinzu kommt die lange Bauplanung, denn von der Idee einer neuen Spielothek bis zu deren Umsetzung vergeht viel Zeit, sogar sehr viel Zeit. Denn die gesetzlichen Regelungen für Spielhallen sind extrem streng. Und so dauert ein Genehmigungsverfahren von der Findung eines geeigneten Objektes bis zum Go durch die Behörden dann auch mal mehrere Jahre. Das Büro von Silvia Palenberg ist voll von Aktenordnern und Dokumenten. Voller Bauvoranfragen, den Bauanträgen bis hin zu gewerberechtlichen Anträgen. Immer wieder gibt es Gespräche mit den Vertretern der Behörden. Sobald eine Genehmigung erteilt wird, beginnt das Feintuning. Dazu arbeiten die verschiedenen Fachabteilungen Hand in Hand. In einem Raumbuch ist genau festgelegt, welches Farb- und Raumkonzept verwendet wird und wo beispielsweise nachhaltige Wärmepumpen und moderne Lüftungs- und Klimaanlagen Einzug finden. Beim Bau arbeiten die Bauleiter dann mit lokalen Handwerkern zusammen, mit Rekordzahlen. Alleine auf dieser Baustelle werden 30.000 Meter Kabel verlegt. Das ist vielleicht für jemanden, der sich nicht auskennt, eine unglaubliche Zahl. Für die Beleuchtung, Effektbeleuchtung und Grundbeleuchtung in unseren Filialen setzen wir LED-Modulstreifen ein. Allein in dieser Filiale 200 Meter, was bedeutet, dort sind 12.000 LEDs aufgeklebt. Die Sonne strahlt und lacht, so wie es auch jeder sein soll, der hierher kommt, um sich ein bisschen zu vergnügen oder Abwechslung zum Alltag zu finden. Sollten Sie einmal einer solchen lachenden Sonne begegnen oder auch einer anderen modernen Spielothek, dann lassen Sie sich einfach überraschen. Ich habe mir selbst ein Bild gemacht und ich muss sagen, ich bin positiv überrascht, wenn nicht sogar begeistert. Ja, das war's von mir. Ich danke Ihnen vielmals fürs Zuschauen und ich hoffe, Sie sind das nächste Mal auch wieder dabei. Bis dahin, tschüss. Thank you.